Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witcher 3. Ja, Freunde, wir werden jetzt mal nach den Überresten von Hendrik schauen. Ich glaube, viel werden wir da nicht mehr finden. Zumindest nichts Schönes. Ja. Toll, ein Becher. Ah, Mann, ey, das gibt's doch nicht. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Ja, wir müssen das jetzt machen. Wir brauchen ja Infos, ne? Das finde ich gar nicht schön jetzt. Man tot. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Okay, ein Stiefel. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Ja, wäre schön. Durchsuche die Hütte des Agenten. Ja, mit Hexer sind wir klar. Was hat er denn hier? Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ja. Tja, ich glaube, wir haben die Tür schon gefunden. Haben wir sonst noch irgendwas hier drin? Ne. Scheint geplündert worden zu sein. Die Kiste ist auch gebrochen. Naja, Gott. Aufgeschlossen, okay. Gut. Gehen wir doch mal hier hinab. Schauen wir mal, was er hier versteckt hat. Alchemistenpulver, okay. Hm. Okay, hier ist erstmal nichts außer das hier. Vermisst Tamara Strenger, Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. War vorhin jetzt seine Frau auch entführt, angeblich. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der blutige Baron damit was zu tun hat, aber... Naja, okay. Dann schauen wir doch mal hier. Oh, 107 Kronen. Nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Oder? Sprich dich doch aus, Geralt. Das kann man nur anzünden. Das bringt uns ja nichts. Sind hier irgendwas? Ne. Ja, toll. Jetzt sind wir hier unten und hier unten ist nichts. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ach, Moment mal. Ja, das ist das Feuerzeichen, okay. Okay, okay. Ich dachte schon, wir können hier vielleicht was zerstören, aber... Oh, untersuchen, Moment. Da wäre ich doch fast dran vorbeigelaufen. Wow. Ich dachte, das ist wieder Feuer einfach ausmachen hier. Ah ja. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht, betrunkenes Schwein. Kampf mit einer Hexe, vorsichtig angebracht. Okay, gehen wir mal durch, Leute.
Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Das sind wir. Oder nicht? Ich denke schon. Graues Haar, Narbe. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Okay. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Werde ich noch nicht ganz schlau draus, Leute. Oh, Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Ja. Verdammt. Zu dem Baron will ich nicht, es gibt richtig Ärger. Ja, super. Begib dich zur Burg des Barons. Yay. Ja. Dann schauen wir mal in die Quest rein hier. Blutiger Baron oder Hexenjagd. Dann würde ich sagen, gehen wir erst die Hexe suchen, oder? Finde die Hexe. Okay. Naja. Meter. Oh, Blitze, ich brauche dich. Sorry. Oh, Moment, da ist noch was zu looten, sehe ich gerade. Moment. Blitze, ich komme sofort. Ich sehe das gerade, da habe ich was vergessen. Das ist frech. So. So, Blitze, bin wieder da. Wir können los. Mein Freund. Beweg dich. Beweg dich, genau. Okay, dann müssen wir zu dieser Hexe. Mal schauen, was die... Oh Mann. Kriegen wir bestimmt wieder auf die Fresse, Leute. Wie ich mich kenne. Warum hältst du immer an? Ausdauer ist noch gar nicht leer gewesen. Dann kannst du doch noch ein bisschen Vollgas geben hier. Naja, vielleicht stelle ich mich da nicht so an im Kampf. Wenn es zum Kampf kommt, wir wissen es ja nicht. Ah, müssen wir nach Mittelhain. Oh! Wow! Hallo? Moment, Moment. So nicht, Leute. Schutzschild. Wie lange hält das Schutzschild dann immer? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt gibt's auch die Fresse, Leute. Ich glaube, ihr spinnt hier. Dreckiger Bastard! Ich Bastard. So, hier sieht's aus. Mich beschießen. Aua, 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 aua. Ihr habt mich? Ich glaube nicht. Oh, dieser Bogenschütze. Was wollen die überhaupt von mir? Warum greifen die mich an? Habe ich denn irgendwas getan, wo ich nicht weiß? Okay, aber, okay, okay. Das sieht nicht so gut aus, Leute. Die sind ziemlich stark. Oder ich bin einfach zu schlecht. Nein, 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 nein. Ah.
Erstmal ausweichen hier. Dieser Bogenschütze hier. Jetzt geht ihr mir echt auf den Sack. Jetzt sterbt mal hier ein paar. Okay, der ist mal weg. Gut. Oh, der war weg. Ich bin gleich tot, Leute. Das ist wirklich nicht gut hier. Den machen wir jetzt aber hier weg, ganz schnell. Dann machen wir irgendwas essen hier. Noch was essen. Dann machen wir den nämlich auch noch weg. Hier ist mal Feuer. Ja, das sind keine mehr da, mein Freund. Ich wollte vorbeireiten, aber nö. Ihr müsst ja hier anfangen, Ärger zu machen. So. Und jetzt hole ich euch alles, nehme ich euch jetzt weg hier. Und dann gehe ich noch in euer Haus und werde es auch leer machen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Beschießen die mich, obwohl ich schon weg bin. Unglaublich. Wo liegt denn da noch einer? Hier. Ja. Moment, wir schauen mal, ob wir jetzt eine bessere Waffe haben irgendwie. Das sind Stahlwaffe. Die ist sogar wirklich tatsächlich besser. Plus 9. Auch plus 9. Fehlendes Langschwert. Und das da unten? Nein. Minus 2. Nehmen wir doch das hier. Schön. Da haben wir jetzt eine stärkere Waffe. Das ist gut. Wir müssen aber meditieren, weil ich habe mich wieder nicht gut angestellt. Bis um 10. Ja, unser Leben wieder voll. Sehr gut. Und jetzt gehen wir hier looten. Was denken die sich denn eigentlich? Ja. Sieht doch gut aus. Jägerhose. So, hier. Ist denn hier überhaupt... Ups, hier. Das war falsch. Hier ist hier gar nichts. Hat auch da ein bisschen was, aber... Toll, eine Kerze. Yay, wollte ich schon immer haben. Ach Gott. Es hat sich also nicht gelohnt, gehört. Aber sie haben angefangen. Ich wollte nichts tun. Aber nö. So, wo ist Blitze? Ach, da steht er ja. Da steht er ja. Ich komme. Oh. So, dann reiten wir mal weiter. So. Heidler, Hundeblut, alle auspeitschen, beide vom Arsch reißen. Jo. Dann würde ich sagen, da schauen wir nächste Folge, was diese gute Frau für Probleme hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, haut rein. Ciao.